Essen ist so ein bisschen die undankbare Session. Das ist normal. Ich sage ja normalerweise, das ist die Session, wo alle einschlafen. Aber nicht in Wien. Weil ihr habt alle euren Kaffee getrunken. Und aber eine Sache, ich meine, vielleicht ist es jetzt zu großer Aufwand. Aber wir haben so viele leere Plätze hier in der Mitte und da hinten sitzen so viele von euch. Ich weiß nicht, ob das zu großer Aufwand ist, wenn ihr alle ein bisschen nach vorne rückt, die hier da hinten sitzt. Es sei denn, ihr sagt, nö, frag mal, ich habe keinen Bock, ich bleib genau da sitzen, wo ich will. Dann, okay, gut, bleib, okay, hat nicht, alright, alles. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel von Leiterschaft. Das war mein Kurs, wir können alle wieder gehen. Nein, okay, cool. Ja, hey, aber es ist wirklich eine große Ehre, hier zu sein und ich will einfach nur vielleicht ein paar Sachen teilen mit euch. Und danach können wir ein bisschen in Frage-Antwort machen und wir können ein paar über die Sachen sprechen, die euch wirklich inspirieren oder wo ihr vielleicht ein paar Fragen habt zur Leiterschaft. Leiterschaft ist ein riesiges Thema. Und es ist ein wichtiges Thema im Leben von uns als Kirche, im Leben von Gemeindebau. Wir brauchen Leiter. Okay? Ist irgendjemand hier, der sagt, er ist ein Leiter? Okay. Okay. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich wäre gerne ein Leiter, aber ich fühle mich noch nicht als Leiter. Aber ich wäre gerne ein Leiter. Okay. Und ist irgendjemand hier, der sagt, ich will gar kein Leiter sein? Okay, alles klar. Hier ist die Sache. Es gibt ja ein breites Spektrum und ein breites Verständnis davon, was Leiterschaft ist. Aber ich glaube, oder mein Verständnis von Leiterschaft ist, sobald du Jesus Christus annimmst in deinem Herzen, bist du ein Leiter. Weil Jesus hat uns dazu herausgefordert und hat gesagt, geht hinaus in alle Welt. Geht hinaus in alle Welt, der große Missionsauftrag, und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, Jesus sagt zu uns, hey, der Staffelstab war bei mir und jetzt übergebe ich den Staffelstab an euch und jetzt liegt es an euch, rauszugehen, Menschen einzuladen. Jetzt geht es an euch, das Wort, das Evangelium zu nehmen und andere Menschen mitzureißen, zu inspirieren, zu leiten, zu führen, ihnen beizubringen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und ich glaube, sobald du Christ bist, kannst du dich nicht entziehen, von diesem Mandat zu leiten. Und viel zu viele bei uns im deutschsprachigen Raum haben so ein bisschen Respekt vor Leiterschaft oder vielleicht ein negatives Bild von Leiterschaft. Aber ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, du bist dazu berufen, ein Leiter zu sein. Du bist berufen zu leiten. Du bist dazu berufen, ein Vorbild zu sein, andere Menschen zu inspirieren, andere Menschen von Jesus zu erzählen und sie mitzunehmen und zu leiten. Und oftmals glauben wir, dass wir disqualifiziert sind von Leiterschaft, weil wir einfach nicht gut genug sind. Aber ich glaube, das ist eine von den Sachen, wo ich denke, wenn Gott denkt, dass du gut genug bist, wer sind wir, um in Frage zu stellen, was Gott sagt? Weil ich hätte mich selber schon längst disqualifiziert von meiner Leiterschaft. Weil ich bin weder klug genug, noch habe ich genug Erfahrung, noch, keine Ahnung, habe ich die richtigen Abschlüsse. Also ich selber würde mich sehr schnell disqualifizieren von Leiterschaft, aber aus irgendwelchen Gründen hat Gott mich nicht disqualifiziert. Und ich will dir einfach von Anfang an Mut zu sprechen. Du hast vielleicht 1000 Gründe, warum du nicht leiten darfst und warum du vielleicht sehr vorsichtig bist und nicht sehr selbstsicher in deiner Leiterschaft bist. Aber ich glaube, wir dürfen uns in die Gnade setzen, die Gott uns gegeben hat und dürfen anfangen, voller Selbstbewusstsein Leiter zu sein. Aber ein Selbstbewusstsein zu haben, was nicht sagt, schau, wie gut ich bin, sondern ein Selbstbewusstsein, was gegründet ist und was sagt, schau mich an und sieh, wie gut Gott ist. Es bin nicht ich und meine Schlauheit und wie gut ich bin, es ist, wie gut Gott ist. Ich bin ein Sünder, wie alle anderen auch, aber Gottes Gnade ist in meinem Leben am Werk. Und Leiter zu sein, heißt eigentlich nichts anderes, als Vorbild zu sein. Leiter zu sein heißt Vorbild zu sein. Leiter zu sein heißt nicht, Anweisungen zu geben und darauf zu hoffen, dass irgendjemand das tut, was du von ihm willst. Das ist nicht Leiterschaft, weil das wird meistens nicht funktionieren, wie ihr gerade eben hervorragend gesehen habt bei meinem Beispiel. Leiterschaft ist viel mehr, als irgendwelchen Leuten irgendwelche To-Dos zu geben und zu sagen, mach du das. Das ist nicht Leiterschaft, das ist Management. Wir sind nicht dazu berufen zu managen, wir sind dazu berufen zu leiten. Und lass mich mal ganz kurz anfangen. Ich hole ein bisschen aus, wenn es okay ist. Ich habe neulich diese Bibelstelle gelesen und die hat mich so fasziniert. Und sie steht im Markus-Evangelium Kapitel 5 und es geht um die Frau, die seit 12 Jahren krank war.
Und hier steht Folgendes. Unter den Leuten war eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Alle sagen mal gehört. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, hey, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund werden. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Hier ist die Sache. Wann begann das Wunder für diese Frau? Die meisten glauben, das Wunder begann, als sie Jesus traf. Aber ich sage, das Wunder begann, als sie von Jesus hörte. Es war der Moment, als sie von diesem Jesus hörte und Leute ihr erzählt haben und Leute ihr gezeigt haben, hey, da ist jemand, der hat mein Leben verändert. Da ist jemand, der hat mich, da ist jemand, ich habe ihn getroffen und ich bin nie mehr dieselbe Person. Sie hat von diesem Jesus gehört, also ging sie zu diesem Jesus, weil sie wollte das selbst zu sich selbst erleben. Das heißt, sie hat etwas gesehen in jemand anderen, was attraktiv war, was sie zu Jesus gezogen hat. Und das bringt mich an den Punkt, wo ich mir als Leiter die Frage stelle, wie attraktiv bin ich? Wie attraktiv ist meine Leiterschaft? Wie attraktiv ist mein Leben mit Jesus? Gibt es Menschen in meinem Leben, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Familie, die mein Leben anschauen und sagen, wow, der hat was, was ich nicht habe? Ich frage mich, wie viele Menschen, wenn wir uns mal hier anschauen, die wir hier sitzen, und wir uns mal alle überlegen, wie viele Menschen wir kennen in unserem Umfeld. Und sie sind vielleicht nur eine Person weit entfernt von einem Wunder. Als sie von Jesus hörten. Alright. Das heißt, Leiterschaft heißt, nicht Anweisungen zu geben, sondern Vorbild zu sein. Vorzuleben, was wir glauben, was richtig und gut ist. Das heißt, Leiterschaft oder deine Botschaft sind nicht die Worte, die du sprichst, sondern das Leben, das du lebst. Und das ist so ein wichtiges Prinzip, was wir als Leiter verstehen müssen. Menschen glauben mehr dem Leben, das du lebst, als den Worten, die du sprichst. Und sie bewerten dich nicht anhand den Worten, die du sprichst, sondern anhand des Lebens, das du lebst. Ich habe 3 Töchter. 14, 12 und 8. Sind wunderbare Mädels. Ich liebe sie. Die sind der Brüller. Und je älter sie werden, desto mehr haben sie eine Meinung zu Dingen. Und meine Kinder bewerten mich nicht anhand von meiner Predigt am Sonntag. Sondern meine Kinder bewerten mich anhand der Woche, die sie mit mir verbracht haben, Montag bis Samstag. Und dann wird jedes Wort, was ich am Sonntag spreche, 5-mal umgedreht. Und geprüft, ob das, was ich ja sage, sich auch deckt mit dem, was ich unter der Woche lebe. Und oftmals kriege ich dann richtig schöne Sachen zu hören. Aber Papa, du hast doch gesagt, dein Leben ist ein Vorbild. Dein Leben ist eine Botschaft. Das Evangelium ist eine Botschaft. Das Evangelium wird genannt die frohe Botschaft. Und wenn dein Leben eine Botschaft ist, hier ist meine Frage, führst du ein frohes Leben? Das Evangelium ist die frohe Botschaft, richtig? Ist irgendjemand mit mir? Ihr seid ein bisschen leise geworden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Bogen zu groß spanne, aber das ist, für mich ist es logisch. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die frohe Botschaft. So, jetzt haben wir etabliert. Und jetzt, mein Leben ist die Botschaft. Und wenn mein Leben die Botschaft sein soll, dann muss ich mich fragen, ist mein Leben eine frohe Botschaft? Die Frage, die du stellen musst, ist mein Leben eine frohe Botschaft? Wenn Leute mein Leben anschauen, sagen sie, wow, zum Glück ist er in mein Leben gekommen. Oder wenn ich in den Raum reinlaufe, sagen alle, oh, Himmels Willen, der schon wieder. Leiterschaft ist nicht, ich habe eine Verantwortung in der Kirche, ich leite das Kaffeeteam oder ich leite das Begrüßungsteam und da sind jetzt 5 Leute unter mir, die teile ich jetzt ein an einem Sonntag. Und ich sage ihm, wann wer da sein muss und ich gebe ihm die To-Dos zu machen und ich gehe auf Nummer sicher, dass sie pünktlich sind, dass sie ihren Job gut machen. Das ist nicht Leiterschaft. Und das ist nicht das, was wir in Kirchen brauchen.
Was wir in Kirchen brauchen, sind Menschen, die verstanden haben, dass ihr Leben eine Botschaft ist und die anfangen, ihr Leben auf eine Art und Weise zu leben, dass andere Menschen sie anschauen und sagen, wow, so leben wie er möchte ich auch. Die haben irgendwas, was ich nicht habe. Ich will nah an ihnen dran sein, ich will von ihnen lernen. Warum bin ich so inspiriert von Pastor Brian? Nicht, weil er mir sagt, mach das, mach das, mach das, mach das, sondern weil ich gesehen habe, wow, Pastor Brian und Pastor Bobby leben ein Leben, ein großes Leben, was mich dermaßen inspiriert. Irgendwann, wenn ich groß bin, will ich mal so sein wie er. Und wie viele Menschen hast du in deinem Leben? Wenn du sagst, du bist ein Leiter, bist du ein Leiter, der sein Haus öffnet, der Menschen an sein Leben ranlässt, der Menschen zeigt, was es heißt, mit Gott zu leben? Oder bist du jemand, der Jobs verteilt? Und der Grund, warum Menschen in Kirchen nicht mitmachen wollen, ist, weil es zu viele Jobs gibt, die gemacht werden müssen, aber zu wenige Leiter gibt, die ihr Leben teilen und sich in Menschen investieren. Dein Job ist es nicht, Jobs zu vergeben, sondern dich in Menschen zu investieren, dein Haus zu öffnen, dein Leben zu öffnen, deine Familie zu öffnen, Gaben und Talente in Menschen zu sehen und sie zu inspirieren und zu fördern. Das ist, was Leiterschaft ist. Aber das tust du nur, wenn du ein frohes Leben führst. Ein attraktives Leben führst. Und ich will einfach mal in ein paar Minuten, die ich jetzt noch habe, ich habe 10 Fragen, die ich dir einfach ganz kurz stelle, anhand von denen du eventuell bewerten kannst für dich selber, lebe ich ein attraktives Leben? Führe ich ein Leben, das Menschen anschauen und sagen, wow, okay, so will ich auch sein. Okay, seid ihr bereit dafür? Wenn ihr wollt, könnt ihr mitschreiben. Wenn ihr... Gesundheit. Alright. 10 Fragen. Okay? Hier ist die erste Frage. Wie erfüllt bist du? Wie erfüllt bist du als Leiter, als Mensch, als Person? Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Es wird euch dazu befähigen, er wird euch die Kraft geben, was? Zeugen zu sein. Zeugen von was? Der frohen Botschaft. Hier, der Heilige Geist ist nicht da, damit wir nur reden. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, unser Leben so zu leben, dass mein Leben zu einer Botschaft wird. Dass ich ein krafterfülltes Leben habe. Ein Leben erfüllt von dem Heiligen Geist. Ich hoffe und ich glaube, so viele Leiter und so viele Menschen leben ein Leben aus ihrer eigenen Kraft heraus. Und sie versuchen ihr Leben aus eigenen Dingen zu leiten, aus eigenen Dingen zu reißen. Und was wir brauchen ist, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen Gottes Inspiration in unserem Leben, damit wir Gottes Wort sprechen können. Damit wir andere ermutigen können. Damit wir prophezeien können. Du kannst nicht anderen von deinem Überfluss geben, wenn du selbst nicht überfließt. In dem Psalm steht, dein Becher fließt über. Aus dem Überfluss, den Gott für uns hat, bleibt so viel übrig für andere Menschen herum. Aber die wenigsten Leiter leben im Überfluss, leben so erfüllt, dass aus ihrem Überfluss sie verteilen können. Wie erfüllt bist du? Bist du jemand, der regelmäßig zu Gott kommt, der regelmäßig an den Quellen sich andockt, der regelmäßig Zeit mit Gott verbringt? Leiten heißt nicht Jobs verteilen. Das Erste, was du tun musst, ist, du brauchst Zeit mit Gott. Du musst in sein Wort gehen, sein Wort studieren. Du musst in seiner Gegenwart stehen. Du musst Momente haben, wo du auftankst, wo du erfüllt bist. Es gibt, weißt du, und das ist ja eine von den Sachen, wenn ich mir Leiter anschaue, die, von denen ich so inspiriert bin. Das sind Menschen, die triffst du und die haben immer ein gutes Wort für dich. Die sind switched on. Das heißt nicht, dass es ihnen immer gut geht. Das heißt nicht, dass sie keine Probleme haben. Aber du merkst, sie haben eine Quelle, von der sie schöpfen. Und ich denke mir, wow. Es gibt so Leute, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, gewisse Prediger, die lesen eine Bibelstelle und dann fangen die an, über diese Bibelstelle zu reden. Und die ziehen da Sachen raus. Und ich denke mir, ja, das ist doch völlig unfair. Ich habe gerade dieselbe Bibelstelle gelesen. Und ich habe auch nicht nur einen Punkt von dem gesehen, was du alles da drin siehst. Das inspiriert mich. Die scheinen eine Connection zu haben mit dem Heiligen Geist. Da scheint Gott zu sprechen.
Die erste Frage, die du als Leiter stellen musst, wie erfüllt bin ich selber? Weil erfüllte Menschen sind attraktive Menschen. Wenn Menschen dich sehen und sie sehen, du bist gefüllt mit dem Heiligen Geist, gefüllt mit der Kraft Gottes, gefüllt mit seiner Freude, wow, das sind Menschen, mit denen möchte ich abhängen. Von denen möchte ich ein Teil sein. Ich will nicht, dass ich einen Leiter habe, der reinkommt und sagt, heute habe ich keine Lust. Oh, das Leben ist schwer. Und, oh. Aber wir leiten für Jesus gemeinsam. Es ist nicht einfach, Christ zu sein. Kirche zu bauen, boah, schwer. Aber wir nehmen unser Kreuz auf uns, Freunde. Willst du mitmachen? Ja, und dann fragen wir uns, warum keiner mitmachen möchte. Nur so ein Gedanke. Aber hier ist die zweite Frage. Zweite Frage. Das erste ist, wie erfüllt bist du? Hier ist die zweite Frage. Wie groß denkst du? Wie groß denkst du? Apostelgeschichte wieder. Gibt es diese Geschichte von Petrus und Johannes, die den Lahmen treffen. Und Petrus mit Johannes, Kapitel 3, Vers 4 bis 6, blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Der Lahme aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Ha, Mensch, das ist crazy. Petrus und Johannes gehen zu dem Lahmen hin und hier ist, was sie sagen. Hey, schau mich an. Schau mich an. Schau mich an. Und dann schaute der Lahme auf sie in der Erwartung, etwas zu empfangen. Wenn die Menschen, die du leitest, dich anschauen, sind sie in der Erwartung, etwas zu empfangen? Und hast du den Mut, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, hierher, schau mich an. Ich habe etwas zu geben. Gott hat mir etwas gegeben, was ich dir weitergeben kann. Hast du dieses Selbstbewusstsein in dir, dass du berufen bist, Leiter zu sein? Dass Gott dich autorisiert hat, dir die Berufung gegeben hat und dass du dich hinstellen kannst, sagen kannst, yes. Nicht wegen mir, nicht weil ich habe verstanden, dass ich nicht toll bin, aber ich habe verstanden, dass Gott toll ist und dass Gott groß ist und dass Gott durch Menschen wirkt und aus irgendwelchen Gründen hat er mich nun mal genommen, also stelle ich mich hier hin und gebe halt mein Bestes, ob es dir gefällt oder nicht. Habe ich mich gefühlt, hier ist die Sache, was war meine größte Angst und ist sie immer noch, was ist die eine Sache, die ich am wenigsten mag, das, was ich jetzt gerade tue. Vor Menschen zu sprechen, ist für mich eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und ich weiß, Leute sagen immer, oh, freimundig, das erzählst du doch nur. Ich bin ein extrem schüchterner Mensch. Ich mag es nicht, mit Leuten in großen Räumen abhängen, mit vielen neuen Leuten, die ich nicht kenne, ist nicht mein Ding. Ich bin ein ziemlich tiefenentspannter Mensch. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause auf der Couch liegen könnte, Playstation zocken und Fußball gucken, wäre ich höchst zufrieden. Ich muss mir das nicht geben. Freunde, die Sonne scheint, bei uns zu Hause ist schön, ich habe drei Töchter, ich könnte zu Hause abhängen, jetzt bin ich in Wien. Also da ist auch schön, ja. Aber weißt du, ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich sage, okay Gott, weißt du was, ich für mich, das wäre nicht meine Wahl. Aber aus irgendwelchen Gründen hast du mich dazu berufen, also here we go. Und jedes Mal, wenn ich die Treppen hochgehe auf irgendeine Bühne, sage ich, Gott, du hast mich hierher gebracht. Das ist deine Schuld, wenn es schief läuft jetzt, okay? Aber weißt du, schauen Leute dich an in der Erwartung, etwas zu empfangen. Weißt du und glaubst du daran, dass Gott etwas in dein Leben gelegt hat, was du weitergeben kannst? Man, du hast Gaben und du hast Talente und du hast etwas in dir, ermutigende Worte, prophetische Worte. Einfach nur jemanden Klaps auf die Schulter geben. Wer weiß, einfach nur jemanden ein Lächeln geben. Du hast etwas zu geben. Glaubst du daran, dass du was zu geben hast? Wir brauchen Leiter, sie glauben, ich habe etwas zu geben. Und die Geschichte geht ja noch weiter, weißt du, ich liebe es. Der Lahme schaute auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Ich liebe es. Er dachte, ich kriege ein bisschen Silber, ich kriege ein bisschen Gold, ich kriege ein bisschen was mich heute durch den Tag bringt. Und die beiden sagen, nee, was du von uns erwartest, das haben wir nicht. Aber ich habe was Besseres für dich. Im Namen von Jesus. Geh umher. Die Worte, die du sprechen kannst zu Menschen. Man, das sind Leute, die verdursten da draußen. Und was sie brauchen, ist ein Leiter, der sagt, ich habe ein Wort für dich. Ich habe eine Ermutigung für dich. Ich lade dich ein zum Essen. Come on.
sind die kleinen Dinge. Du hast was zu geben. Du hast etwas zu geben. Wie groß denkst du? Was ich festgestellt habe, Menschen, die klein denken und durchschnittlich denken, sind nicht unbedingt die Menschen, die andere inspirieren. Ich habe noch nie einen Film gedreht gesehen über Hans-Peter, was auch immer, der irgendwo in, wo auch immer wohnt. Ich hoffe, es heißt kein Hans-Peter hier gerade. Und einfach ein normales Leben, aber für, ohne irgendwie jetzt groß zu denken. Groß zu denken. Nee, was Menschen inspiriert, sind Leute, die was reißen in ihrem Leben. Kein Kind wächst auf und sagt sich, mein größter Traum ist es, ein ganz normales, durchschnittliches, langweiliges Leben zu führen. Wenn ich mal groß werde, das ist, was ich möchte. Einfach nur langweilig. Jeder Tag dasselbe. Das ist meine Inspiration. Ja, so wächst doch keiner auf. Hast du große Erwartungen für dich selber? Glaubst du, dass Gott dich segnen möchte? Und glaube, wenn du ein Leben führst, was von Gott gesegnet ist und du dich nicht dafür entschuldigst, dann schauen dich andere an und sagen, boah, das will ich auch. Warum bist du so gesegnet? Ja, weil Gott mich mag. Und das meine ich, Gott liebt mich nicht nur, er mag mich auch. Manchmal glauben wir als Christen, Gott liebt mich, weil er halt muss. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Manchmal glauben wir, Gott liebt uns, weil er halt muss. Jesus ist für uns gestorben, sein Blut wurde von uns vergossen. Gott hat keine Wahl mehr. Aber ich glaube, Gott liebt mich nicht nur. Ich glaube, Gott mag mich auch. Und ich glaube, Gott liebt nicht nur dich, sondern er mag dich auch. Und er will dich segnen. Und er will, dass du groß denkst. Lass uns leider sein, die groß denken, wo andere Leute kommen und sagen, wow, der hat was zu geben. Der hat was zu sagen. Okay, wie groß denkst du? Seid ihr leicht herausgefordert oder nur ein bisschen herausgefordert oder sehr herausgefordert? Soll ich weitermachen oder soll ich aufhören? Okay, nur eine Frage. Okay, dritte Frage. Es geht darum, du bist, dein Leben ist die frohe Botschaft. Dein Leben soll ein frohes Leben sein. Ein attraktives Leben sein. Leiter heißt nicht, Jobs zu verteilen. Leiter heißt, ein Leben zu führen, was andere inspiriert. Hier ist meine dritte Frage. Wie redest du? Wie redest du? Kennst du die Leute, wenn die in den Raum kommen und auf die zukommen, auf die zugehen und anfangen wollen, mit dir zu reden? Dein Fluchtinstinkt. Wird auf einmal sehr präsent in deinem Leben. Und das Erste, was du willst, ist wegrennen, so schnell nur geht, weil du mit dem nicht unbedingt reden möchtest. Weil du weißt, das Einzige, was er dir erzählen wird, die Probleme, die er hat, alles, was schiefgelaufen ist in seinem Leben, was er gemacht hat, was sie gemacht hat. Und dann gibt es die anderen Leute. Mit denen redest du 2 Minuten und du denkst, wow, können wir einen Tag verbringen miteinander? Kennst du die Leute, du hast ein kurzes Gespräch mit dir und du läufst weg und hast das Gefühl, du bist sowas von ermutigt und sowas von, das ist, ja, es ist ja unglaublich. Es gibt diesen einen Kerl in meinem Leben und ich war neulich unterwegs mit ihm zum Abendessen und habe einen Freund mitgebracht und mein Freund nach dem Abendessen meinte zu mir, man, also das ist ja, der hat ja nur über mich reden wollen, die ganze Zeit, also über sich selbst. Der hat ja nicht über sich gesprochen, sondern mein Freund hat das gemeint. Der wollte ja nur alles über mich wissen. Und ich habe 1000 Mal versucht, das Gespräch umzulenken und auf ihn zu kommen. Aber der hat ja nur über mich gesprochen und was er auf meinem Leben sieht. Und der war sowas von inspiriert. Okay, was für Worte sprichst du? Wenn du mit anderen Menschen redest, wie sehen deine Worte aus? Wählst du Worte des Lebens? Worte können Leben bringen, Worte können töten. Worte können aufbauen, Worte können niederreißen. Und vielleicht, hier ist die Sache, das ist ein guter Satz, den mir jemand mal gesagt hat. Alles, was du sagst, muss stimmen. Aber nicht alles, was stimmt, muss gesagt werden. Ein anderer Satz, den mir mal jemand gesagt hat, guter Freund von mir, hat gesagt, es ist wichtiger, eins zu sein, als Recht zu haben. Gibt es manchmal Dinge, wo du sagen würdest, come on, hast du manchmal auch wirklich recht? Ja, hast du vielleicht sogar. Aber macht es Sinn, es was zu sagen? Nicht immer. Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Bevor du das nächste Mal jemanden kritisierst,
Bevor du das nächste Mal deine Meinung kundtunst und allen erzählst im Raum, was du wirklich denkst, stell dir die Frage, was ich jetzt gleich sagen werde, wird das wirklich hilfreich sein? Und zwar nicht nur für mich, dass ich das Gefühl habe, endlich gesagt zu haben, was ich mal immer schon sagen wollte. Es musste mal gesagt werden. Das juckt doch niemanden. Stell dir die Frage, ist das hilfreich für die Menschen, mit denen ich am Tisch sitze? Was ich sage und wie ich es sage. Und wenn wir uns einfach diese Frage stellen würden, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die große Worte, lebendige Worte, hoffnungsvolle Worte, Worte voll Vision, voll Heilung, voll Gesundheit, voll Ermutigung sprechen. Und das sind die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte. Das sind die Leiter, mit denen ich mich umgeben möchte. Und wenn wir unser Haus öffnen, dann wünsche ich mir, dass wir nie schlecht über andere Kirchen reden, schlecht über andere Leiter sprechen, schlecht über die Vergangenheit sprechen, über das, was mal war. Nein, ich will, dass meine Worte gefüllt sind von Vision, von Zukunft, von Hoffnung, von Plänen, von Ermutigung. Damit möchte ich meine Worte füllen. Mein Haus zu Hause, man, du musst so auf, ich bin Vater von 3 Töchtern, man, funktioniert bei uns immer alles? Nein. Bin ich immer happy? Bin ich immer ein happy Pastor? Nein, an einem Sonntagabend meistens nicht. Und gibt es Probleme mit gewissen Menschen, die ich gerne unter der Woche laut diskutieren würde mit meiner Frau zu Hause? Ja, aber ich muss aufpassen, ich habe 3 Töchter, die sehr genau hinhören. Deren Ohren immer größer werden, je älter sie werden. Und wir haben uns dazu entschieden, nein, wir wollen zu Hause nicht über Gemeinde sprechen, auf eine schlechte Art und Weise. Meine Kinder werden irgendwann werden sie schon genug Schlechtes über die Kirche hören. Aber bitte nicht bei uns zu Hause. Solange sie in meinem Haus sind, sollen sie denken, Kirche ist der beste Ort. Kirche ist der Ort, wo meine Eltern geliebt werden. Kirche ist der Ort, wo meine Eltern die Pastoren sind und alle mögen sie. Und das ist das absolut Beste. Kirche ist der Ort, wo alle sich mögen. Damit, so sollen sie aufwachsen. Weil sie werden schon auch früh genug mitkriegen, dass es nicht immer so ist. Aber das müssen sie ja nicht von mir mitkriegen. Wie redest du? Hier ist die nächste Frage. Ich habe mal ein bisschen Zeit. Denk dran, alles geht darum, dein Leben ist eine Botschaft. Wir wollen ein Leben führen, was attraktiv ist, damit Menschen uns anschauen und sagen, wow, so will ich auch werden. Wie lebst du deine Beziehungen? Wie lebst du deine Beziehungen? Könntest du zu jemandem sagen, schau dir an, wie ich meine Ehe lebe. Schau dir an, wie ich meine Freundschaften lebe und lerne von mir. Philipper Kapitel 2, Vers 3 bis 4. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Jetzt überleg dir mal, alle in der Kirche würden das umsetzen. Wir hätten ja niemals ein Problem, oder? Aber ich glaube, wir haben die Chance, Menschen vorzuleben, was es heißt, gesunde Beziehungen zu führen. Großzügig zu sein. Nicht auf unser Recht bestehen zu müssen die ganze Zeit. Nicht ständig irgendwie über kleinkarierte Sachen sich zu zanken, die überhaupt niemanden jucken. Sondern ich hoffe, dass Menschen in mein Leben kommen und sehen, wie wir unsere Ehe führen. Ich hoffe, dass Menschen in mein Leben kommen und sehen, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit unseren Leitern umgehen und sagen, wow, so möchte ich auch sein. Und ich glaube nicht, dass Leute inspiriert werden davon, wenn ich der Erste bin, der schlechte Neuigkeiten über irgendeinem Leiter, da ist ein Leiter gefallen, da hat jemand was gemacht und hier hat jemand was gemacht. Wie viele von unseren Gesprächen sind ständig, und wir lästern nicht, sondern wir tauschen Gebetsanliegen aus, ist ja klar. Aber das ist doch sowas von nicht inspirierend. Lass uns doch einfach sagen, hey, weißt du was? Wenn ich den Namen von jemandem höre, ich will was Gutes sagen. Ich will was Ehrendes sagen. Ich will was Verbindendes finden. Und wenn jemand kommt und irgendwelche schlechte Neuigkeiten bringt, möchte ich einfach umdrehen und weglaufen. Wir müssen das vorleben. Ich habe das ein paar Mal erlebt mit Leitern aus meiner Welt, wo du an einem Tisch sitzt und ein Gespräch findet statt. Und dann sagt jemand was über einen anderen Leiter. Und du merkst, das war jetzt nicht unbedingt angebracht. Und ich habe einfach die Reaktion geliebt von meinem Leiter, der einfach das komplett einfach nur übergangen, gar nicht darauf reagiert, gar nichts gesagt. Es war einfach so ein kleiner Moment von peinlicher Stille. Kennst du das? Und das Witzige war, in dem Moment wusste die Person, die was gesagt hatte, ah Mist, das machen wir hier nicht. In dem Kreis von Leitern reden wir so nicht über andere Leiter. Und ich dachte mir, wow, das hat mich inspiriert. Lass uns Vorbild sein. Die jungen Leiter, die groß werden in unserer Kirche, die müssen nicht sehen,
dass wir schlecht über andere Leiter sprechen, schlecht über andere Kirche sprechen. Nein, 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 wir reden gut übereinander. Wir ehren einander. Wir heben den anderen hoch. Wir sind demütig, weil wir wissen, wir selber sind voller Fehler. Wie lebst du deine Beziehungen? Hier ist die nächste Frage. Ihr werdet immer leiser, aber es ist ein gutes Zeichen. pass mal auf. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah ja, okay. Ich mache nicht alle, aber noch zwei, drei frage ich. Die Frage ist aber gut. Okay, Nummer 48. Oder wo auch immer wir sind. Machst du Fortschritte? Machst du Fortschritte? 1. Timotheus 4, Vers 15. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar werden. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar werden. Ich glaube, es gibt nichts Inspirierenderes, als wenn Menschen dich sehen und sehen, wie du nicht mehr die Person warst, die du mal oder bist, die du mal warst, sondern wie du dich verändert hast und nach vorne gehst. Eines der schlimmsten Sachen, die jemand auf Geburtstagspostkarten schreiben kann, ist: Bleib so, wie du bist. Und ich denke mir, nein, auf keinen Fall. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich glaube, Gott hat noch so viel mehr da vorne. Warum sollte ich hier bleiben, wo ich bin? Es gibt noch so viel mehr für mich. Es ist wichtig, dass wir als Leiter niemals stehen bleiben und sagen, jetzt bin ich angekommen. Nein, nein, nein. Ich will mich ausstrecken nach all dem, was Gott für mich hat. Und ich will nach vorne gehen. Und ich wünsche mir, dass andere Menschen sehen, wie ich wachse. Hoffentlich, wenn du mich in 5 Jahren triffst, dann kannst du irgendwann mal sagen, boah, hey, weißt du noch damals in Wien? Da war er noch so ein junger Hüpfer, keine Ahnung von nichts gehabt. Aber jetzt schau ihn dir an. So weise, graues Haar und so. Aber ich hoffe, dass ich nicht da stehen bleibe, wo ich jetzt bin. Ich habe, das Internet ist echt grausam manchmal. Und es gibt, ich hatte es neulich, also das, ich meine, ich, aus Prinzip, was ich schon länger nicht mehr mache, meinen Namen googeln, weil das ist nicht gut für mein persönliches Selbstbewusstsein einfach. Aber da gibt es so manche Videos, die rumkursieren von vor 20 Jahren oder sowas, nicht ganz. Und ich schaue mir die Videos an von irgendwelchen Predigten von mir, von früher, und ich denke mir, meine Güte, wie warst denn du drauf? Was für Kleider hast du angehabt? Und wahrscheinlich in 10 Jahren, wenn ich zurückgehe, ich mir, Freimut, was hast du dir dabei gedacht? Keine Ahnung, okay? Aber hoffentlich bleiben wir nicht stehen. Wie sieht es mit deinem Fortschritt aus? Okay, lass mich nochmal die Frage anders stellen. Was machst du heute, damit du morgen nicht mehr da bist, wo du heute stehst? Hier sitzen, ja? Guter Punkt. Du kannst heute etwas tun, das dein Morgen verändert. Und wenn Leute sehen, dass du dein Leben in die Hand nimmst und heute etwas tust, dass dein Leben morgen anders aussieht, das inspiriert Menschen. Sagen Menschen, wow, okay, guck mal, der macht was, der reißt was, der tut was in seinem Leben. Okay, wie sieht es aus mit deinem Fortschritt? Hast du einen Plan? Was ist das nächste Buch, was du lesen wirst? Was ist der nächste Kurs, den du besuchen wirst? Wo möchtest du dich weiterbilden vielleicht? Was ist der nächste Schritt, den du gehen wirst? Willst du ein Kleingruppenleiter werden? Willst du lernen, was es heißt, zu leiten und ein Team? Was tust du, um dich ein bisschen zu stretchen, damit du nach vorne gehst in deinem Leben? Weil hier ist die Sache, wie sollen uns Menschen folgen, wenn wir nirgends hingehen? Leiter heißt ja jemanden leiten. Ja, aber wohin denn, wenn du nirgends hingehst? Unsere Aufgabe ist es, voranzugehen. Selbst in unserem Leben zu wachsen, nach vorne zu gehen. Und das ist attraktiv. Und das sehen Menschen und sagen, wow, was hast du gemacht? Du bist gewachsen. Großartig, es inspiriert Menschen. Was tust du, um zu wachsen? Hier ist eine ganz wichtige Frage. Ganz, 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 ganz wichtige Frage. Wie viel Spaß hast du? Und das meine ich zu 100% ernst. Hast du Spaß am Leben? Hast du Spaß an Gemeinde? Hast du Spaß an Christsein? Oder ist es so ein 3 Tage Regenwetter, gerade auf eine Zitrone gebissen, kein Bock auf nichts? Hast du Spaß im Leben? Glaubst du, okay, hier, glaubst du, dass Gott will, dass du Spaß hast im Leben? Hier, Prediger 5, Vers 18. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat, und den er ermächtigt hat,
davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen. Das ist eine Gabe Gottes. Come on! Gott hat dir etwas gegeben, um es zu nehmen und um es zu genießen. Ja, wir wollen großzügig sein und ja, wir wollen geben, aber du darfst auch ein bisschen was für dich behalten und es genießen. Das mag Gott. Gott mag es, wenn du Spaß hast. Und manchmal nehmen wir uns viel zu ernst, Freunde. Wir nehmen uns selbst viel zu ernst, wir nehmen unsere Aufgabe viel zu ernst und wir machen einen Fehler und wir denken uns, um Himmels Willen, drüber lachen, aufstehen, weitermachen. Ich meine, weißt du, hier ist die Sache, Gott weiß, dass er unperfekte Menschen genommen hat. Er weiß, dass du Fehler machen wirst. Und ich glaube, manchmal sitzt Gott einfach nur im Himmel und denkt sich, hab doch mal ein bisschen Spaß. Ich glaube, Kirche, du darfst lachen in der Kirche. Es darf Spaß machen, miteinander im Team zu dienen. Es ist okay, Fehler zu machen. Alright, beim nächsten Mal machen wir es einfach besser. Ich glaube, eine von den Sachen, das ist wirklich, Kirche ist nicht zum Aushalten, sondern zum Genießen. Sagt Pastor Brian immer. Kirche ist nicht zum Aushalten, sondern Kirche ist zum Genießen. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir Gottesdienste, ja, da darf man auch mal lachen. Die dürfen auch mal Spaß machen. Da darf man auch mal einen Witz machen. Das ist okay. Ich glaube, Gott hat Humor. Ist so. Ich glaube, Gott hat Humor. Ich glaube, Gott mag Fußball, besonders den FC Bayern München. Ich bin der absolut festen Überzeugung, das ist der von Gott auserkorene Fußballverein. David Alaba. Ja? Freunde. Das wertvollste Exportgut von Österreich. Nein, aber hab Spaß in deinem Leben. Bau mal Zeiten ein, wo du Spaß hast. So viele Christen gönnen sich nichts. Sie gönnen sich keinen Spaß. Sie gönnen sich nicht mal wegzugehen. Sie gönnen sich nicht mal jemanden. Gönn dir mal was. Und weißt du was? Nimm was von dir, von dem, was du hast und segne jemand anderen, damit er sich was gönnen kann. Das nächste Mal, wenn du im Restaurant sitzt und du hast so eine richtig zickige Kellnerin, die einfach keinen Bock hat, dich zu bedienen und alles in dir sagt, ja, aber die kriegt kein Trinkgeld. Nein. Gib den Ruck und gib ihr 20 Euro einfach oben drauf. Danke für den guten Service. Kauf dir einen Kaffee, genieß dein Leben ein bisschen. Weil du weißt ja nicht, was in ihrem Leben gerade passiert ist. Du weißt, wir haben noch keine Ahnung, was in ihrem Leben. Und oftmals haben wir so, ne, also wenn die so unfreundlich ist, ist dein Job, die muss doch besser sein, im Kundenservice. Was soll's? Wenn jemand unfreundlich ist, sei umso freundlicher zurück. Das macht Spaß. Es ist so. Du musst mal ihre Augen sehen, wenn du echt mal ein Trinkgeld gibst, was nicht 80 Cent ist. Wenn Christen Trinkgeld geben, runden sie eher ab als auf. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ich bin froh, dass Gott bei mir nicht abrundet, sondern aufrundet. Ist irgendjemand froh darüber, dass Gott ein Gott ist, der aufrundet und nicht abrundet? Hab Spaß in deinem Leben. Alright. Eins habe ich noch. Und dann höre ich auf und dann können wir ein bisschen Fragen stellen vielleicht. Hier, wie gesund bist du? Wie gesund bist du? 3. Johannes, Vers 1, Kapitel 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlergeht und dass du gesund bist, so wie es auch deiner Seele wohlergeht. Ich glaube, als Leiter haben wir die Verantwortung darauf zu schauen, dass wir ein gesundes Leben führen. Ich glaube, wir brauchen keine Supermodels als Christen. Wir brauchen keine durchtrainierten Sixpack-Pastoren, die einen Instagram-Account haben, wo sie was auch immer. Ich hab an niemanden gedacht, ich lasse es einfach nur so. Ich glaube, wir brauchen, was ich damit meine, ist, wir brauchen keine, von wegen, du darfst das nicht essen, du musst gesund sein, du musst fünfmal die Woche Sport machen. Wir brauchen einfach Menschen, die sagen, weißt du was, ich lebe ein gesundes Leben und ein gesundes Leben fängt nicht außen an, wie du aussiehst, sondern fängt hier drin in deinem Herzen an. Und wir brauchen Leute, die gesund sind, die gesunde Beziehungen leben, die Fähigkeit haben, schnell zu vergeben, schnell zu vergessen, die ein großes Herz bewahren. Weil was in dir vor sich geht, zeigt sich äußerlich in deinem Leben. Wie gesund bist du?
tust du was. Weißt du, für mich ist es so, weißt du, wir haben Kirche angefangen zu gründen vor 14 Jahren. Und ich meine, hier ist die Sache, die Kirche gründen, was sie jetzt sagen, oh ja, ist ja unglaublich, was Gott tut. Aber es war harte Arbeit und es war nicht immer einfach. Und weißt du, wir haben angefangen, Joanna und ich war 24 Jahre alt, wir haben bei meinen Eltern zu Hause in meinem alten Kinderzimmer gewohnt und da haben wir angefangen, Kirche zu gründen. Ich war 24, ich habe keine Ahnung von nichts, ich wohne in meinem alten Kinderzimmer und da haben wir eine Kleingruppe angefangen, in einem kleinen Kaff von 3000 Leuten. Okay? Das war nicht Zuckerschlecken, das war nicht irgendwie, ich habe einen Job mir geholt, ich wusste nicht, was ich machen soll, also habe ich Möbel verkauft. Aber, weil die Bibel sagt, wir sollen so sein wie Jesus. Jesus war Schreiner. Schreiner bin ich nicht. Ich dachte, was am nächsten kommt, ist Möbel verkaufen. Also bin ich Möbelverkäufer geworden. Und ich habe drei Jahre lang, habe ich 6 Tage die Woche von morgens um 8 bis um abends um 6 gearbeitet und dann nachts immer versucht, Kirche zu bauen und Kleingruppen-Studies zu schreiben und Leute zu leiten. Und das ist manchmal extrem anstrengend und du hast nicht immer Zeit, auf dich Acht zu geben. Und es gibt auch Phasen, wo du mal knüppeln musst ohne Ende. Aber dann gibt es auch Phasen, wo du einfach mal auf dich aufpassen musst ein bisschen. Wo du dir erlauben musst, mal einen Gang zurückzuschalten. Erlauben musst, mal zu sagen, weißt du was, jetzt gehe ich mal eine Runde spazieren. Einfach nur ich und Jesus und nicht in Gott im Wald unterwegs. Ich habe die beste Sache, die ich gemacht habe, letztes Jahr, ich habe mir einen Hund gekauft. Oder vielmehr, meine Frau hat mir einen Hund gekauft. Und ja, der ist so süß. Ist ein wunderbarer Cocker Spaniel, okay? Und hier ist die Sache, und was ich jeden Tag mache, ich bin jeden Tag mindestens eine Stunde mit dem Hund draußen unterwegs. Und die Sache ist die, ich hatte keine Wahl am Anfang, weil der Hund muss ja raus, ne? Muss ja machen. Und mittlerweile ist es für mich aber so eine Zeit, wo ich einfach gesagt habe, wow, ich habe jeden Tag eine Stunde, nur ich und Gott allein draußen unterwegs und die Zeit nehme ich mir. Und manchmal nehme ich sie sogar zweimal am Tag, weil ich habe festgestellt, es gibt etwas, was mir hilft aufzutanken. Draußen in der Natur sein, einfach nur allein sein, einfach nur auftanken, ist was, das ist was für mich. Und viel zu viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit, das zu tun, um gesund zu sein. Aber du kannst nur langfristig gesund leiten und groß leiten, wenn du auf dich selbst Acht gibst. Du hast das Recht, dir Zeiten, Auszeiten zu nehmen. Du hast das Recht, einmal zu sagen, heute genieße ich das Leben. Du hast das Recht zu sagen, lass die Spülmaschine Spülmaschine sein. Ah, die Räume, die Wäsche, der Socken kann liegen bleiben. Was soll's? Lass das Haus unordentlich sein. Heute gehe ich mal raus und genieße das Leben, okay? Also nicht immer, okay? Nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag, weil du weißt ja, ne? Vorbild sein und so. Aber weißt du, was brauchst, weißt du, okay, hier ist meine Frage, damit schließe ich und dann, weißt du, was du brauchst, um aufzutanken? Weißt du eigentlich, was tust du am liebsten, wo du weißt, danach geht es mir richtig gut? Und wie oft machst du das? Und zu viele von uns haben schlechtes Gewissen dabei, ihr Leben zu genießen. Aber ich glaube, Gott will, dass du dein Leben genießt. Wir sind keine Sklaven, wir sind Freunde. Wir sind keine Sklaven, wir sind Freunde im Reich Gottes. Und er möchte, dass wir unser Leben genießen. Und wenn wir anfangen, unser Leben zu genießen und in der Fülle leben, die Gott für uns hat, dann glaube ich, dass wir ein attraktives Leben führen, was Leute anschauen und sagen, wow, davon möchte ich ein Teil sein. Von dem Team möchte ich ein Teil sein. Von der Kirche möchte ich ein Teil sein. So wie die sind, so will ich auch sein. Und so leben wir ein attraktives Leben. Leiterschaft heißt nicht, To-Dos zu verteilen an irgendwelche Leute, sondern ein Leben zu führen, was ein Vorbild ist für andere, was andere ermutigt, andere inspiriert, andere stärkt und anderen hilft, in ihrem Leben nach vorne zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Raimund, vielen herzlichen Dank. Hammer. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Ich denke, das ist die Chance, die Gelegenheit, die wir unbedingt nutzen wollen, die ihr dem Raimund stellen könnt. Nur nette Fragen, bitte.